Es ist 21 Uhr, noch 9 Stunden bis Tagesanbruch. Da sind wir wieder zurück bei The Nightfall. Das Spiel ist gerade gecrashed. Ich musste neu starten. Sehr geehrter Mr. Hasen, hiermit bestätigen wir den Eingang Ihrer Kündigung des Miethauses in der 28E Second Avenue. Wir bedauern Ihren Verlust und haben vollstes Verständnis dafür, dass Sie das Haus so schnell wie möglich verlassen möchten. Insbesondere, wenn man bedenkt, was in dem Haus... Ja. Ist jetzt das Haus hier gemeint mit gegenüber oder das da? Nee. Da drüben gegenüber, schätze ich mal. Das weiß ich nicht. Müssen wir jetzt immer wieder und immer wieder hier alles absuchen. Oh Gott. Why? Oh, diese komische Musik, ne? Echt nicht so geil. Ich brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Spielmodul haben wir nicht, ne? Hier ein Ei vielleicht. Ich brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Ich warte ja nur noch drauf, dass hier irgendwann was aus dem Schrank rauskommt. Oh, schön. Schönes Feuerle machen hier. Schön warm. So, knack. Hier ist auch nichts da. Gruselige Musik. Streichhölzer. Ich weiß nicht, ganze Kerze, das weiß ich schon. Damit kann ich das Kabel nicht reparieren. Mit einem Ei. Hier, mit dem Lappen. Damit kann ich das Kabel nicht reparieren. Gut. Hab ich ein Klebeband oder irgendwelchen Furz. Ich weiß, wo eure Kinder sind. Ja. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Yeah. Gehen wir noch mal hoch. Esa! Ich stehe hier manchmal. Ich stehe hier nicht durch, manchmal. Ist da. Ja, ist da Simon hier wieder. Ah, können wir mal in die andere Kassette. Ich brauche eine Kassette, die ich damit abspielen kann. Ja, das ist mir schon bewusst. So, was war das letzte? Rock Classics, ne? Warum baut man sowas ein? Yeah! Okay. Ich wette, wenn man die ganzen Kassetten hier irgendwie durchhört, kommt man bestimmt irgendwann auf eine fiese Botschaft oder so. Die lagen vorhin anders da, die Würfel. Die lagen vorhin anders da, glaube ich zu wissen. Na, du kleiner dicker Racker. Hatten wir noch eine Diskette gefunden? Ist die Freche. Gleich mal. Aber doch, ich glaube, es war noch eine dabei, ne? Ich will euch aber ehrlich gesagt auch nicht langweilen damit. Oh Gott, Outbreak hatten wir. Triss hatten wir, Type O Negative, Electric, Fallout,
Our Darkness. War, glaube ich, noch, oder? Okay, das ist cool. Pac-Man! Was davon ist, keine Ahnung. Warum ist das so gruselige Musik schon wieder? Und das ist das Haus gegenüber wahrscheinlich, ne? Ist aber unser Haus gemeint oder denen ihr Haus? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt sehe ich da nicht durch. Hier ist wieder... Oh, was macht denn eigentlich unser Freund? Ah ja. Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere konzentrieren. Vielleicht später. Jupp. Du kannst doch beides tun. Und was klingt die ganze Zeit, als wenn da jemand rumnagt oder barfuß durch die Kante rennt? Nun gut. Nun gut. Alter, das Geräusch ist behindert. Ich denke, als wenn die ganze Zeit hinter mir einer fappt. Es ist aber trotzdem... Ja, fapp, 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 fapp. Es ist trotzdem irgendwie eintönig, muss ich sagen. Die ganze Zeit das Zeug suchen hier... Ja, ich weiß nicht. Na, ja, ist auch wieder alles so geil. Papp, 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 papp. Denk doch mal den Whisky. Ich habe gerade keinen Durst. Ja. Vielleicht später. Du hast doch keine Lust, mit deinem kleinen Freund zu spielen. Warum eigentlich nicht? Vielleicht kannst du damit ja deinen Poltergeist hier beeindrucken. Werde von einem Geist befappt. Hi. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Kannst du 10 Streichhölzer tragen oder was?
Aber, weißt du, die ganze Hose voller Disketten, Eier, Kassetten, Lappen. Ich laufe hier im Kreis, kann das sein? Pap, 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 pap. Oh. Was ist das für ein Schlüssel? Den wir nicht mal in unserem Inventar haben. Das ist auch sehr schön. Für die Küche wahrscheinlich nicht. Was? Alles klar. We going outside. Wuhu, Freiheit! Ich werde ja, steht doch gleich irgendwo jemand am Fenster. Was war dieses Gefappe da? Das klingt total bescheuert. Was machen eigentlich unsere Nachbarn hier? Können die uns nicht mal hier irgendwie beschützen oder so? Okay. Hat sogar ein Auto lang. Ja, guck mal, fette Karre haben wir. Nice. Und was ist jetzt in dem Haus gegenüber passiert? Ist jetzt das gemeint oder ist das gemeint? Also will der da ausziehen oder ist der ausgezogen und wir sind Nachmieter oder? Warum fährt hier ein Auto, wenn ich gar keins sehe? Fapp, 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 fapp. Mann! Ja gut. Da draußen gibt es anscheinend nichts außer lustiges Feuerwerk, wo wir jetzt Streichhölzer verbraten haben für. Naja gut. Da stehen ein paar Stiefel, ich habe keine Ahnung, was das bringt. Haben wir jetzt, indem wir rausgegangen sind, irgendwas getriggert? Wahrscheinlich schon. Geht das wieder zu? Ich wollte nämlich mal gucken, ob die Gardinen trotzdem wehen. Und ja, sie wehen, obwohl die Tür wieder zu ist. Ist jetzt wieder irgendwas anders. Hier steht irgendwas ist hier in den Spiegeln oder was auch immer reingeschrieben. Ich habe aber keine Ahnung was. Papp, papp, papp. Was passiert denn, wenn ich alle Eier hier reinpacke? Da irgendwas Lustiges? Ich sollte die Sauerei zunächst sauber machen. Okay. Das möchte ich nicht in die Mikrowelle stecken. Steck doch mal eine Kassette in die Das Mikrowelle. möchte ich nicht in die Mikrowelle stecken. Eine Diskette Das vielleicht. möchte ich nicht in die Mikrowelle stecken. Gut. Es ist bereits ein Ei in der Mikrowelle.
Gut. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dann ist nichts mehr. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Weil Ich weiß, wo eure Kinder schlafen. ja. Wie ist denn? Nee. Ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade. Nein, danke. Meine Beine zittern auch so schon genug. Hopp, 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 hopp. Irgendwas hat sich gerade schon wieder getriggert. Ich weiß aber nicht genau, was es war. Irgendetwas ist hier passiert. Vom Geräusch her. Hopp, hopp, hopp. Oh. Aus seinem Käfig abgehauen. Ich sollte ihn suchen und zurückbringen. Ja, das sollten wir. Cherry? Also Fussel? Fussel? Die liegen schon wieder anders. Die liegen jedes Mal anders. Ist das dieses Fab-Geräusch eventuell, dass das Vieh die ganze Zeit hier irgendwo rumrennt? Ich weiß nicht, was ich vorstellen soll. Puzzle! Aber wie sollen da überhaupt hier rauskommen? Puzzle? Puzzle, wo bist du? Müssen wir jetzt die ganzen Schränke durchsuchen und dieses Viech finden, oder? Ich würde mir das auch übers Bett kleben, also ganz ehrlich, du und ich awesome. Naja, gut. Why not? Pusse! Pusse! Pusse, wo bist du? Pusse! Und vor allen Dingen, warum habe ich irgendwie so eine ganz dumme Vermutung? Ich erinnere mich da an ein Spiel. Vor sehr langer Zeit, von Diskette damals noch. Wo? Nicht jetzt, mein kleiner Nicht jetzt, Freund. mein kleiner Freund. Wo besagtes Viech in der Mikrowelle hing. Warum lässt mich das Gefühl nicht los, dass wir das Vieh jetzt dort finden? Oder hier so, Hamster am Spieß oder so. Hier wird er aber kaum sein. Da kommen wir nicht mal hin. Husse! Wo steckt Jerry nur? Ich muss ihn finden. Husse! Es ist bereits ein Ei in der Mikrowelle. Wo bist du? Puzzle im Toaster? Nö. Oh Jerry, wie bist du Ernsthaft? denn da reingekommen? Ich sollte Jerry jetzt in seinen Käfig zurückbringen.
Ich lasse das Ding mal auf. Ernsthaft? Wer steckt denn? Ich habe eine echte. Bestimmt, weil das Ei drin lag, oder? Ich nehme das einmal raus. Das wird so nicht Ja, funktionieren. du sollst auch kein Ei da rein tun. Oh, guck mal, wie süß. Das ist so putzig. So, zurück mit dir in deinen Käfig. Genau. Und da bleibst du auch, klar. Du bist so süß. Und da liegen sie wieder anders. Kleiner süßer Cherry. So, Fussel. Bleib schön da drin. Fassel. Fassel. My friend Fassel. Gruselige Musik. Ich weiß, wo eure Kinder Ja. schlafen. Das kann gut möglich sein. Ab. Was hat das mit den Fenstern auf sich? Die springen doch. Diese Musik. Entweder springen die noch auf oder. Dieser blöde Köder. Also ich muss sagen, es ist schon ein bisschen, ein kleines bisschen nervig hier, wirklich jedes Mal wieder alles mühselig absuchen zu müssen. Es ist irgendwie. Ah, ich weiß auch nicht. Das ist so random irgendwie. Das ist ein bisschen belastend, muss ich sagen. Spiegel verstellt, okay. Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere konzentrieren. Ich versuch's immer wieder. Boah, das musst du aber auch erstmal finden jedes Mal. Das ist irgendwie so. Weiß ich nicht. Na du kleiner Racker? War ich mir vorhin schon aufgefallen, auf jeden Fall krasse Möbelpacker, ne? Dass sie gleich hier das Haus eingerichtet haben. Das ist schon nice. Gruselige Musik. Ich brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Was triggert denn jetzt die nächste Aktion hier? Das ist irgendwie so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht so genau. Es fehlt ein bisschen so der rote Faden im Spiel. Es ist halt wirklich einfach nur so. Völlig random, was hier passiert irgendwie. Was ist das denn alles? Beide Ticket take the ride. Life Jump, du bla happy, haha. Hell yeah. Alles klar.
Komm, Ich trink mag noch. kein Bier. Gut, dann lässt es bleiben. Tja. Mit dem Scheiß irgendwas anfangen? Nicht wirklich, ne? Ich hab einen Haufen Eier und einen Lappen. Tja. Frederick und Maggie Haasen haben ihre Kinder Mike, 9 Jahre, und Valerie, 8 Jahre, als vermisst gemeldet. Beide sind am Nachmittag des Vortages, den 12. November, mit ihrem Hund Molly bis zur Straßenecke spazieren gegangen. Zum Haus zurückgekehrt ist aber nur das Tier, das eine leichte Schnittwunde an der Pfote hatte. Die Kinder sind weder bei Freunden noch bei Nachbarn aufgetaucht. Diese berichten aber von einem auffälligen Eiswagen, der nichts verkauft, sondern nur durch die Nachbarschaft fährt. Die Behörden ermitteln wegen des Wagens. Einige wenige Augenzeugen berichten von einem Fahrer im Clownskostüm. Heh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